bitte schön. Dankeschön. Ah, hätte doch einen Fahrer an Bord, hä? Richtig, ja. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, einen Sicherheitsfahrer an Bord zu haben. Und auch für den Kunden ist es natürlich angenehmer, noch mal jemanden zu haben, mit dem er auch sprechen kann. Bringt es jetzt, dass man so ein Projekt hier im kleinen Dorf wie Ouvrier macht? In erster Instanz geht es vor allem darum, gerade in solchen Vororten ein Modell einzusetzen, wo der ÖV entsprechend nicht so stark ist. Ja? Ja. Und genau diesen Erkenntnisgewinn teilen wir auch unter anderem mit den Bundesämtern wie dem Astra zum Beispiel, ja? Dass die Gesetzgebung entsprechend mitgestalten können. Die chinesischen und die amerikanischen Projekte zielen sehr darauf ab, tatsächlich einen Taxiverkehr von morgen zu bieten, einen Taxiverkehr ohne Taxifahrer. Und ich glaube, in der Schweiz haben wir derzeit einen anderen Ansatz, einen Ansatz, der eher auf einem öffentlichen Verkehr basiert mit solchen Systemen. Es kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass wir zum Schluss mit der Technologie des automatischen Fahrens Zustände erreichen von noch mehr Verkehr, noch mehr Straßenverkehr, eigentlich in eine Welt steuern, die wir gar nicht hinwollen. Und da, glaube ich, sind die Schweizer Ansätze viel besser. Jetzt ist man ja hier in Sittetz quasi seit 5 Jahren im Testbetrieb. Wie seht ihr die Zukunft vom autonomen Fahren hier in der Schweiz? Die Zukunft wird so aussehen, dass wir in den nächsten Jahren vermehrt solche Fahrzeuge natürlich auf den Straßen sehen werden, ob es im Stadtbereich oder im ländlichen Bereich ist, ganz klar. Und eine der Zukunftsperspektiven für die nächsten Jahre wird natürlich auch sein, den Sicherheitsfahrer nicht mehr an Bord haben zu müssen, sondern beispielsweise aus einem Backoffice, dass er diese einzelnen Fahrzeuge mit unterstützen kann.